Wegen der stark gestiegenen Corona-Zahlen verhängt Frankreich einen neuen Lockdown über den Großraum der Hauptstadt Paris. Auch andere Landesteile sind von den verschärften Maßnahmen betroffen. Ab Samstag müssen dort alle Geschäfte des nicht täglichen Bedarfs schließen und es gelten erneut verschärfte Ausgangsbeschränkungen. Die Regelungen sollen zunächst für 4 Wochen gelten, sagte Frankreichs Premierminister Jean Castex. Von den härteren Maßnahmen sind etwa 20 Millionen Menschen betroffen. Diese sind allerdings deutlich weniger streng als in der Vergangenheit. So dürfen in den betroffenen Regionen trotz der Schließungen der Geschäfte Buch- und Musikläden geöffnet bleiben. Schulen sollen ebenfalls offen bleiben, es soll aber Einschränkungen für die älteren Schüler geben. Die Regierung schloss nicht aus, dass die Maßnahmen auf andere Teile des Landes ausgeweitet werden könnten. Im Großraum Paris und anderen Teilen des Landes hatte sich die Corona-Lage zuletzt deutlich verschlechtert. Patientinnen und Patienten mussten verlegt werden, weil es auf den Intensivstationen an Kapazitäten fehlt. Im Pariser Großraum hat die Zahl der Intensivpatienten sogar den Höchststand der zweiten Welle im November überschritten. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche war zuletzt auf rund 450 geklettert.